Die Digitalisierung geht in die Produkte hinein, geht aber auch in die dahinterliegenden Prozesse. Und viele Technologien werden zunehmend zu Dienstleistern. Digitalisierung durchdringt das gesamte Lehr- und Lernverhalten. Weder die Wirtschaft noch die Wissenschaft noch die Politik kommt als alleiniger Akteur in diesem Bereich voran. Wir werden länger leben. Es wird uns besser gehen. Wir werden besser lernen. Wir werden vielleicht auch unsere eigenen Potenziale ausschöpfen können. Aber es bedeutet auch, ein wenig an Freiheit zu verlieren. Die Zusammenarbeit über Sektoren hinweg ist aus meiner Sicht die Voraussetzung, um die Probleme in der heutigen Gesellschaft zu lösen. Wie kann ich intelligent, kreativ, neu Privatheit schützen? Über die Digitalisierung habe ich aber nun erstmalig die Möglichkeit, diese gehobene Pädagogik auch in der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Ich könnte sogar sagen und mich zu der Behauptung versteigen, dass das Denken und die Theorien und die Hypothesen durch die vielen Daten noch wichtiger werden.